Ich möchte mich erstmal vorstellen. Hallo, mein Name ist Regina Pönighaus. Ich schreibe Gedichte und Texte. Ich habe eine kleine Homepage. Das ist Rainbow Bilder und Texte. Und ich möchte einmal ein Gedicht vorstellen. Und zwar ist das erschienen in der Anthologie vom Elf Verlag. Und zwar Frühling im Herzen, Band 1. Das ist herausgekommen 2012. Da drin sind noch viele weitere ganz tolle Geschichten und Gedichte. Und ich trage meins mal einfach vor. Das heißt, etwas regt sich. Durch letzten Klecks vom Winterschnee treibt es lila-gelb zur Sonne. Sprießen Glöckchen in die Höhe, läuten, ist's nicht eine Wonne? Wo dunkel der Tag in der Kälte ruht, jetzt weckt ihn das Licht mit wärmendem Schein, noch zaghaft und schüchtern, doch wohlgemut, platzt das Knöspchen im Wald, grün und fein. Eben noch grau und ungemütlich, totenstill, trübe, bedrohlich für wahr, plötzlich erwacht alles, färbt ein, unermüdlich, zwitschert, jubiliert und flattert es gar. Aufgestanden wird hier wohl jetzt, der tiefe, lange Schlaf ist nun vorbei. Frost und Eis, sie fliehen entsetzt. Flora, Fauna, Mensch, tanzen. Juchai! Und wem das jetzt gefallen hat, der kann auch gerne mal auf meine Website gucken. Das findet ihr unter Rainbow Bilder und Texte bei Jimdo. Und ansonsten, der Elf Verlag hat jedes Jahr immer wieder ganz tolle Anthologien, wie zum Beispiel Frühling im Herzen. Guckt da einfach mal rein. Besorgt euch die. Lohnt sich.